Grunde sprechen wir hier von nichts Geringerem als von der vierten industriellen Revolution. Es geht allein um Qualität, um Innovation. Es ist genau das, was die Gesellschaft braucht. Green is not green enough, that's a lot of people saying. But you have to start somewhere. Das ist einfach eine große Lösung. Wir haben 2012 den Cradle to Cradle e.V. gegründet mit der Überlegung, dass schon viel zur Cradle to Cradle Denkschule in Wirtschaft und Wissenschaft passiert ist. Und was wir möchten ist, dass eben diese Ideen auch auf kultureller Ebene, auf einer Bildungsebene und eben über alle Disziplinen hinweg übergreifend diskutiert werden und wir Akteure zusammenbringen. Und dazu haben wir uns entschlossen, im Jahr 2014 zum ersten Mal heute hier den ersten Cradle to Cradle Kongress auszurichten. Es ist der erste Kongress unserer jungen Organisation, für den wir über ein Jahr lang gearbeitet haben und viele Nachtschichten begangen haben. Herzlich willkommen zum Cradle to Cradle Kongress 2014. Today is the Cradle to Cradle Congress, and Cradle to Cradle for me is very important because with Cradle to Cradle and joint forces we can make impact and inspire others. Ich glaube, eine große Euphorie von vielen Teilnehmern. Es sind viele junge Menschen da. Es sind Wissenschaftler, Journalisten, Medienvertreter. Aber ich glaube, die Gruppe ist heute vertreten, die das Thema in die Öffentlichkeit hineintragen muss und dafür sorgen muss, dass wir zu einer konkreten Umsetzung kommen. Hier auf dem Kongress kommen so viele Vertreter verschiedener Bereiche zusammen und voneinander zu lernen, wie das in der Architektur oder beim Bau, wie es in den verschiedenen Bereichen umgesetzt wird. Wenn alle diese Menschen, die hier da sind, zusammenarbeiten, dann kann es gelingen, die Gesellschaft, die Wirtschaft, die Kultur so zu ändern, dass wir wirklich eine Chance sind für den Planeten als Menschen und keine Gefahr. Cradle to Cradle ist der erste ökologische Ansatz, der zutiefst humanistisch ist. Denn es geht ja nicht nur darum, den negativen ökologischen Fußabdruck des Menschen zu reduzieren, sondern seinen positiven Fußabdruck zu verstärken. Der Kongress greift ein Thema auf, das mich als Umwelt- und Bauministerin umtreibt, weil daran sprichwörtlich... Cradle to Cradle verbindet mit jedem neugeborenen Kind die Hoffnung auf mehr Kreativität, sodass wir eben bessere Lösungen finden können, menschenfreundlichere und umweltfreundlichere Lösungen für die großen globalen Probleme der Welt. Der Cradle to Cradle e.V. ist eine gemeinnützige Nichtregierungsorganisation und sitzt in Hamburg. Und wir arbeiten mit über 150 ehrenamtlichen Aktiven in mehr als 13 Regionalgruppen deutschlandweit daran, dass Cradle to Cradle in die Mitte der Gesellschaft kommt. Und die ermöglichen, dass wir diesen Kongress heute in der Form so durchführen können. Was wir sehen werden, sind 5 Impulsvorträge. Wir haben 6 Diskussionsforen, in denen insgesamt 36 Akteure über den ganzen Tag zur Cradle to Cradle Denkschule ins Gespräch kommen. Wir haben unter anderem Manfred Santen von Greenpeace dabei, wir haben Christiane Benner von der IG Metall und Ken Webster von der Ellen MacArthur Foundation. Im großen Plenum kommen wir zusammen und hören Impulsvorträge unter anderem von Michael Braungart zu Cradle to Cradle und dann auch von Michael Schmidt-Salomon, der das Ganze aus einer philosophischen Perspektive betrachtet. Von daher sehen wir eigentlich die ganze Cradle to Cradle Denkschule von allen und sehr unterschiedlichen Perspektiven. Parallel gibt es die Möglichkeit, sich auszutauschen und mit anderen Experten ins Gespräch zu kommen. Es gibt die Möglichkeit, uns als Organisation am Cradle to Cradle e.V. Stand kennenzulernen. Wir sehen heute 2 Wirtschaftspanels, die Best-Practice-Beispiele aus der Cradle to Cradle Wirtschaft präsentieren. Dort haben wir Unternehmen, die schon länger Cradle to Cradle machen, gleichzeitig auch Unternehmen, die gerade frisch dazugekommen sind. Und diese Unternehmer und Unternehmensvertreter zeigen, wo die Herausforderungen lagen, wo die Vorteile liegen, Cradle to Cradle zu produzieren, was ihre Erfahrungen sind in der Umstellung und im Wirtschaftsleben mit Cradle to Cradle umzugehen. Was uns besonders bewegt, ist, dass wir nach so kurzer Zeit so viele Menschen getroffen haben, die bereit sind, mit uns an dieser Idee gemeinsam zu arbeiten, die sich engagieren für Cradle to Cradle. Und diesen Menschen ist es zu verdanken, dass wir in der Zeit, in der wir dazu arbeiten, so groß geworden sind, Regionalgruppen gründen konnten und heute diesen Kongress hier ausrichten. Mir ist es wichtig, dass wir aus diesem Kongress gestärkt rausgehen, den Diskurs angeregt haben und sehen, dass wir in Zukunft in unterschiedlichen Bereichen mehr zu Cradle to Cradle erfahren, dort mehr passiert und die Teilnehmer und Akteure aus dieser Veranstaltung Impulse mitnehmen.